Habt ihr Bock auf ein Finale? Ich auch. Also los geht's. Rein in die Vault-Tür. Die Siegel sind gebrochen. Und wir steigen hindurch. Oder lassen etwas raus. Es wird aber reingesogen. Das ist gut, oder? Oder? Oder ist es schlecht? Auf jeden Fall ist irgendwas ready hier zu fighten. Also ist wieder ein Creator-Boss-Fight. Sieht gefährlich aus. Oh! Aha! Was? Oh. Man hat Iframes, während man explodiert. Das ist ja nice. Ah. Bisschen auf cool warten. Okay, reparieren. Schnell, schnell, schnell. Okay, hier ist Glürre. Ah! Mist. Wollte mich eigentlich nicht treffen lassen. Ist überraschend, ich weiß. Ich wollte mich im Bossfight nicht treffen lassen. Ich glaube, die Explosion ist gut. Sie ist gut. Oh, 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 oh. Sah aus wie Ferroflüssigkeit. Cool. Oh mein Gott. Es ist ein Glitch. Ja. Sieht insgesamt aus wie Ferroflüssigkeit, das ganze Glibberzeug. Das ist so magnetische Flüssigkeit. Oh, Jesus Christ. Ah, ich glaube, das wird nix. Oh nein! Kill ihn! Nein, ich bin reingefahren! Ah! Okay, okay, okay. Da müssen wir nochmal ganz kurz an unser Setup gehen. Ich glaube... Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Was durchaus besser sein könnte, ist... Quick Repair. Und den Map Sweeper brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Dann können wir Auto Repair reinnehmen. Vielleicht... Ja, vielleicht hilft das ja. Mal gucken, wie das. Mal gucken, wie das wird. Könnte gut sein, könnte auch nicht so gut sein. Rein da auf jeden Fall. Und ihm auf die Schnauze geben. Ah, ich hätte noch ein paar Einzelteile mitnehmen sollen. Mist. Jetzt kann ich nur zweimal heilen oder so. Naja, egal. Wird schon werden. Wird schon werden. Wach auf! Oh mein Gott. Aber es wird sofort repariert, ihr seht es schon. Und es wird trotzdem repariert. Ich habe zwar Schaden bekommen. Sollte vielleicht aufhören, Schaden zu kriegen. Oh, das dauert ganz schön lange, bis es repariert. Oh, der viel Reichweite. War das also nur Glück, dass ich jetzt gerade so weit gekommen bin? Beim ersten Try. Ja. Er kann jetzt alles von den anderen Bossen übernehmen. Okay, jetzt schnell, schnell, schnell. Ja, das hat... Okay, es ist immer nur wirklich nur der letzte. Ich kann also immer nur einen Teil nicht betonen. Das könnte ein wenig problematisch werden. Der ist nicht leicht. Der ist nicht leicht. Was tue ich gegen den? Ich meine, offensichtlich muss ich seinen Pattern lernen. Offensichtlich brauche ich auch ein paar mehr Teile. Ich glaube, die sollten reichen. Will jetzt nicht alles ausgeben. Aber wir brauchen auf jeden Fall was zum Reparieren. Hm... Und wir kämpfen jetzt offensichtlich direkt gegen den Virus selbst. Oder augenscheinlich. Ich sage immer offensichtlich, aber so offensichtlich ist es gar nicht. Das könnte auch was ganz anderes sein. Aber es sieht halt so aus, als wäre es der Virus selbst, gegen den wir gerade kämpfen. Von dem ich mich jetzt nicht terminieren lasse. Ah. Ah! Goddammit! Wie soll ich den denn dodgen? Okay, aber for real, wie soll ich den dodgen? Wenn er permanent riesige AOEs hat. What is this? What is this? Ich habe keine Iframes. Ah, ich klinge wie Wally aus hier Monkey Island 3. Ah, bisschen doof, dass der hier immer dann so lange braucht, um wieder klarzukommen.
Au. Ne. Ich weiß nicht, ich habe kein Opening. Ich habe vorhin auch nur reingebrezt. Das hat irgendwie funktioniert. Okay, das schlägt immer in die Richtung, in der ich stehe. Ah, okay, okay. Wenn er seinen Arm in eine Richtung ausfährt, dann leuchtet sein Gesicht. Jetzt. Jawohl. Ich hab's verstanden, glaube ich. Reparieren, reparieren. Schnell. Eins, zwei. Und jetzt fährt er noch seinen Arm aus, oder? Well. Nein! Ah. Hat einen Schlingel. Da kommt's wieder. Ah, oh, what? Ich konnte es nicht sehen. Das war gemein. Mm-hmm. Ah, hat mich berührt. Okay. Damn it, ich dachte, ich komme da durch mit dem Heal. Mit dem Heal durch. So rum. Okay, wir lernen. Wir lernen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, aber ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird wie bei Eternal Noctis, als ich beim Endboss ein oder zwei Minütchen gebraucht habe, sage ich mal freundlich. Aber das war ja auch ein ganz anderes Game. Okay. Focus. Na, ah, ich schmelze. Ja, da konnte ich nicht ausbrechen. Natürlich cool. Jetzt hat er den Arm aber rausgefahren, ohne dass er das Leuchten hatte. Das ist doch auch merkwürdig, oder? Oder nicht? Ich dachte, das Leuchten kommt dann immer. Oh mein Gott, ist der schnell! Nein! Lass mich zufrieden! Lass mich zufrieden! Okay, jetzt heilen, schnell. Eins. Zwei. Glibber. Oh mein Gott, er geht direkt ran, ey. Er geht richtig ran. Ich gehe auch richtig ran, aber ich darf nicht so nah rangehen. Oh, I-framed. Oh nein. Hm, wenn das von der falschen Seite kommt, ist das natürlich unfortunate für mich. Und jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Oh. Ne, komme ich nicht durch mit dem Heal. So, ich habe jetzt mal die Bomben raus und dafür Attack Speed und Crit rein. Jetzt kann ich mich mehr aufs Ausweichen konzentrieren und nicht aufs Bomben. Ja, hervorragend funktioniert das. Na, ah. Das Gefühl, es läuft aber schon besser. So viel Reichweite kann er nicht haben. Jetzt fliegt er wieder an mir vorbei. Und hier rüber. Und well. Na, hep. Da sind zwei Schläge drin. Da ist einer drin. Oh, der war knapp. Hey, wir haben uns tatsächlich mal repariert. Jetzt kann ich hier auf jeden Fall schon mal draufschlagen, weil wir haben volle HP. Das sieht wesentlich besser aus als sonst. Das war ein Crit. Nein. Oh Gott. Gestruggelt, in die richtige Richtung zu springen. Nein, man kann nicht allem dodgen. Also man kann schon allem dodgen. Aber ich hab's nicht geschafft. Nice, nice, nice. Ich sollte mich zwar eigentlich heilen, aber ich mache einfach Damage. Okay, jetzt ist er wieder der Geist. Jetzt wird es natürlich lit. Schnell weg. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Ich werde angezogen, ich komme nicht weg. Hilfe! Ein Symptom. Es ist nicht der Virus, es ist nur ein Symptom. Oh oh. Wow. Warte. Was? Das sieht nicht gut aus. A Mr. Morris Game? Warte. Hey, so kann es nicht enden. Ich verstehe das Spiel nicht. Warte. Art and Programming, Jordan Morris.
Music and Sound by Guy Jones, Sibo Digital. So kann es nicht enden. Hä? Moment. Okay, Focus. Ne, verstehe ich nicht. A special thank you to 1163 Kickstarter. Wow. Wow. Okay. Wir sind Haiku, ein kleiner Roboter, der in einer Welt aufwacht, in der es einen Virus gibt, der Bomben gefallen sind, dadurch sind die Menschen ausgelöscht worden. Außerdem grassiert jetzt ein Virus, der die Maschinen übernimmt, nicht zerstört, aber kontrolliert. Wir werden ausgeschickt von einem Magier oder sowas, der uns sagt, wir sollen die Erschaffer finden. Und jedes Mal, wenn wir den Erschaffer besiegen, dann leuchtet unser Schwert mehr. Das Heat Sword. Oder wie auch immer das hieß. Heat Edge Blade oder so, keine Ahnung. Und jetzt, wo wir damit fertig sind, haben wir noch so ein Ding besiegt, das aussah wie ein Creator. Haben das Achievement Symptom bekommen. Und unser letzter Punkt im Schwert war voll mit dieser schwarzen Suppe, mit dem Virus. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Heißt das? Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Thank you for playing Haiku the Robot. Weiß ich nicht, nachher mal gleich den Mr. Morris anschreiben. Das ist alles! Tatsächlich keine Erklärung. Gut, dann nicht. Dann müsst ihr mir das halt in den Kommentaren erklären. Liebe Leute, alle die jetzt bis zum Ende dabei waren, vielen Dank fürs Zusehen. Bitte, wer eine Erklärung hat vom Game, schreibt sie unten in den Kommentare. Ich kann nicht mehr reden, ich habe jetzt 10 Folgen aufgenommen. Und ja. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, das spielen zu dürfen. Es war ein gutes Spiel. Hatte seine Problemchen, wie zum Beispiel, dass ich die Story schon wieder nicht verstehe. Langsam glaube ich, es liegt an mir. Es geht mir irgendwie bei jedem Game so. Und das andere Problemchen, was ich hatte, war einfach nur, dass die Wege so unübersichtlich waren, dass ich nie wusste, wo ich lang muss. Ansonsten sehr, sehr gutes Spiel. Sehr, sehr gutes Spiel. Immer noch ein Mann-Projekt. Der hatte halt Unterstützung, klar, aber der hatte Leute engagiert, die mal irgendeinen Sprite für ihn machen. Aber das ist trotzdem ein Mann-Projekt. Das ganze Programmieren und die ganze Story und so weiter, das ist alles von ihm. Okay. Also, genau. Vielen Dank fürs Zusehen. Abo dalassen, kommentieren, favorisieren, liken, bla 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 bla. Irgendwo gibt's eine Playlist, die könnt ihr anklicken, da ist was anderes für euch. Irgendwo gibt's ein Video hier auf dem Monitor. Das könnt ihr auch anklicken, das ist vielleicht auch was für euch. Und wir sehen uns im nächsten Game. Bye!